Wenn kein Zündfunke da ist, dann müssen wir die komplette Zündanlage überprüfen. Das machen wir folgendermaßen. Zuerst gehen wir zur Batterie, die sitzt beim Aerox hier, und schauen uns die Sicherung an. Wie man sieht, die ist noch ganz, also liegt es schon mal an der Sicherung nicht. Dann müssen wir schauen, ob die Motormasse dran ist. Die ist meistens am Elektrostarter, also bei den meisten Rollern. Manchmal ist sie auch hier einfach beim Variodeckel oder beim Luftfilter verschraubt. Das sind so die häufigsten Motormasse-Platzierungen bei Rollern. Wenn wir das haben, müssen wir noch kontrollieren. Viele moderne Roller haben am Seitenständer, ich weiß nicht, ob der einen jetzt hat, ist hier, wo der Seitenständer zuklappt, sitzt hier ein Schalter. Wenn da Wasser drin ist oder wenn die Kabel kaputt sind oder der Schalter kaputt ist, geht das natürlich auch nicht. Zum Test würde ich beide Kabel abziehen und miteinander verbinden, dann können wir sicher sein, dass es daran auch nicht liegt. Und nun überprüfen wir die elektrischen Bauteile. Wie man sieht, sind hier nun die elektrischen Bauteile unserer Zündung und die werden wir jetzt nacheinander durchprüfen. Die CDI selbst können wir nicht prüfen, aber die geht so selten kaputt, dass wir das jetzt mal weglassen. Die muss man im Zweifel dann einfach tauschen. Aber da wir alle anderen Teile durchmessen können, können wir dann ausschließen, ob die CDI kaputt ist oder nicht. Zuerst schauen wir uns unsere Zündkerze an. Die ist jetzt ein bisschen dreckig, davon jetzt nicht ablenken lassen, nur zum Anschauen. Der Elektrodenabstand sollte natürlich passen. Kleiner 1 mm, wenn es geht. 0,5 bis 0,7 mm wäre wünschenswert. Und hier innen drin muss natürlich alles intakt sein und nicht Kugeln angekokelt oder dass das Elektrodenzeug hier gar nicht mehr vorhanden ist. Und hier der Keramikkörper muss natürlich auch unbeschädigt sein. Diese Zündkerze ist in Ordnung, sie müsste nur gereinigt werden. Dann haben wir unseren Zündkerzenstecker. Und den können wir jetzt ganz leicht messen. Und zwar nehmen wir unser Multimeter, stellen es auf 20 Kiloohm, schalten es ein, kurz testen, ob es geht. Jawohl. Und jetzt stecken wir die Anschlüsse in den Stecker. Ich komme nicht dran. Und der zeigt uns jetzt 5,07 Kiloohm an. Das ist okay. Es sollte der Widerstand vom Zündkerzenstecker, das hier ist ein Racing, deswegen hat er etwas weniger, sollte zwischen 5 und 13 Kiloohm sein. Dann ist der Zündkerzenstecker auch okay. Ich habe jetzt hier mal zum Vergleich einen defekten. Wenn ich den jetzt messe, 0. Kommt gar nichts raus. Dann weiß ich, dass der Zündkerzenstecker kaputt ist und getauscht werden muss. Kostet ja nicht viel, 3, 4 Euro. Dann haben wir als nächstes die Zündspule. Ich habe jetzt hier zwei verschiedene. Einmal eine intakte, die ist von Piaggio, tut aber jetzt nichts zur Sache, und einmal eine defekte. Jetzt nehmen wir das Plus, stecken es da rein, wo sonst der Zündkerzenstecker steckt. Und die andere Seite an die Masse. Und dann sehen wir, unsere Spule hat einen Widerstand von 4,99 Kiloohm. Das heißt, die Spule ist in Ordnung. Die Spule sollte zwischen 5 und 6 Kiloohm Widerstand haben. Dann ist sie in Ordnung und funktioniert auch. Und jetzt zum Vergleich die Defekte. Wenn ich jetzt hier an die Masse gehe, gar nichts. Macht gar nichts mehr. Die ist defekt. Die hat es mal auseinandergesprengt. Ich habe sie nur noch für Anschauungszwecke aufgehoben. So, und jetzt kommen wir
zum Herzstück unserer Roller-Elektrik und Zündung. Und zwar unserer Lichtmaschine. Da habe ich natürlich auch wieder ein defektes Anschauungsteil da. Ich habe nur leider keine intakte gerade zur Hand. Ich habe, wie man sieht, hier mal versucht, die Lichtmaschine aufzumalen, um sie besser erklären zu können. Ich versuche mal etwas näher ranzugehen. So, so rum habe ich sie aufgemalt. Fangen wir damit an. Das ist unser Pickup. Dieses Pickup gibt einen Impuls an die CDI und dann weiß die CDI, dass sie den Zündimpuls weiter an die Zündspule leitet. In der Zündspule wird dieser Impuls auf in etwa 10.000, 12.000 Volt hochgespult oder hochgeladen, ich weiß nicht, wie man dazu sagt, und dann an den Zündkerzenstecker weitergegeben. Und der Zündkerzenstecker zündet dann mit Hilfe der Zündkerze. Um jetzt den Strom für diesen Zündimpuls zu generieren, hat die Lichtmaschine eine einzige Spule, die nur für den Zündfunken da ist. Alle anderen Spulen produzieren Strom für Licht, Batterieladen und so weiter. Jetzt messen wir mal zuerst unseren Zündimpulsgeber oder auch Pickup. Der sollte, wie ich hier aufgemalt habe, etwa 130 Ohm Widerstand haben. Hat er weniger, ist er defekt. Dazu stellen wir jetzt auf 200 Ohm. Ich hoffe, man kann sehen. Und jetzt schauen wir uns das Teil an und sehen, dass es das rote Kabel ist. Also verbinde ich jetzt meine Messspitze mit dem roten Kabel und die andere mit der Masse. Und jetzt wird mir angezeigt 130, 126, also so der untere Wert, also die Spule ist noch in Ordnung, was jetzt den Zündimpulsgeber angeht. Aber ich weiß ja, dass die Lichtmaschine kaputt ist, deswegen messen wir jetzt mal die Spule, die den Strom für den Zündfunken produziert. Dann sehen wir jetzt dieses weiße Kabel und das grüne Kabel. Jetzt messe ich die beiden mal und dann sehen wir, dass die Lichtmaschine kaputt ist. Wie rum ihr das anschließt, ob jetzt rot an das und schwarz an das, ist egal. Der Multimeter zeigt immer das Gleiche an. Und jetzt sehen wir hier, dass der Multimeter nichts anzeigt. Und daher weiß ich dann, dass diese Spule kaputt ist und somit kein Zündfunke mehr produziert werden kann. Jetzt können wir als Vergleich noch die anderen Spulen messen. Das ist übrigens immer aufgeteilt. Einmal sind es zum Beispiel drei oder vier Spulen. Diese Spulen machen dann zum Beispiel Strom fürs Licht, irgendwelche Verbraucher und so weiter. Und dann gibt es nochmal einen Anschluss, wo alle Spulen angeschlossen sind, natürlich außer die Zündungsspulen. Und dieser ganze Strom lädt dann die Batterie. Und um das zu messen, müssen wir jetzt... Ich weiß nicht, ob das mein Multimeter anzeigen kann. Ich stelle mal auf Ton. Vielleicht ist das dann so noch, sogar noch kleiner als 200. Ich messe jetzt erstmal die Dreierspule, die zum Verbraucherbetreiben da ist. Und da messe ich jetzt 0,9, 1,0 Ohm. Das ist in Ordnung. Habe ich hier aufgeschrieben. Kleiner 1 Ohm. 1 Ohm ist natürlich auch in Ordnung. Und jetzt versuche ich nochmal alle Spulen zu messen, die für die Stromproduktion da sind. Das ist eben grau und das blaugrau. Und da wird mir auch nichts angezeigt.
Das heißt, eine dieser Spulen ist kaputt und unterbricht dann diesen Stromkreis und somit kann kein Strom produziert werden. Da jetzt das Messen zwischen diesen beiden hier funktioniert hat, ist wohl eine dieser drei Spulen defekt. Und natürlich auch die Zündungsspule, denn das war eigentlich der Hauptgrund, warum ich sie ausgetauscht habe, weil der Roller keinen Zündfunken mehr hatte. Stromproduktion ist jetzt beim Roller nicht so super wichtig, weil er läuft so oder so. Hat ja extra eine Spule für die Zündung, aber ohne Zündfunke ist natürlich dann Ende. Ja, ich hoffe, ihr könnt damit was anfangen und habt in Zukunft einen Ratgeber zur Hand, damit ihr eure Zündung wieder in den Gang bringt oder leichter den Fehler bei euren Rollern findet. Denn oft sind es echt nur Kleinigkeiten, wie zum Beispiel ein Zündkerzenstecker, und man muss nicht gleich teuer alle Teile austauschen. Dann bis bald!